Ach, Pininfarina. Pininfarina? Zwar baut der italienische Altmeister das Fiat Coupé, jedoch kreiert hat man seine gierigen Linien bei Fiat in Eigenregie. Eine Unzahl Rasierklingen sollen bei der Geburt verschlissen worden sein, bis dieser Haifisch herauskam, den viele aufregend finden, manche eher hässlich. 100% Pininfarina dagegen das Cockpit, dessen Flair durch ein Zusammenspiel aus hinreißenden Schwüngen und großzügigem Umgang mit der Lackierpistole zustande kommt. Das ist doch wirklich mal was anderes. Und der Haifisch, der hat Zähne. 220 sind es, um genau zu sein, die der 2-Liter Turbomotor des stärksten Fiat aller Zeiten den Vorderrädern zumutet. Überhaupt dieser Motor. Sattes 5-Zylinder-Bollern, Super-Elastizität selbst in den höheren Gängen dank mächtiger 310 Newtonmetern und das bei turbo-untypisch moderaten 10,9 Litern Testverbrauch. Um einen solchen Kraftprotz zur Raison zu bringen, mussten sich die Turiner allerdings einiges einfallen lassen. Außer einer gekonnten Fahrwerksabstimmung war dies eine Viskosesperre sowie eine Ladedruckbegrenzung in den Gängen 1 und 2. Dennoch, die Gesetze der Physik gelten halt auch für Vorderfüßler aus Italien. Und so geht zumindest bei Nässe eine Rubbelei los, die das Prädikat heftig verdient. Ganz auf der sicheren Seite bewegen sich die Bremswerte. Spurtreue 38,5 Meter, um von 100 km/h auf 0 zu kommen. Besser geht es kaum. Auf der Beschleunigungspiste zeigt uns der Fiat, dass ein Westentaschen-Ferrari zu sein kein Makel ist. 6,6 Sekunden von 0 auf 100. Länger dauert's nicht. Nach etwas Gewöhnung an den überforderten Frontantrieb und das Zurren in der Lenkung waren wir auf dem Handlingkurs richtig flott unterwegs. Und können wir das Fiat Coupé empfehlen? Wir können. Denn selten bekommt man für 50.500 Mark so viel Charakter.